zu machen. Ich bin der Erste, der sich Fürst Reuß älterer Linie nennen durfte. Im Jahre des Herrn 1722 erblickten wir das Licht der Welt. Gerade 8 Monate alt wurde unser Herr Vater heimgerufen. Ab 1703 über diese Reise wurde 30 Tage geführt. Nach dem Ablegen unseres unverheirateten Vaters, des Grafen Heinrich des Dritten, Reuß Untergeheiz 1768. Sind die Speisen alle in ihrer gehörigen Ordnung auf die Tafel gesetzt, so pflegt der Hofmarschall, solches der fürstlichen Herrschaft anzudeuten. An dem Kaiserlichen pflegt der Oberst, der sich auch in der hierarchischen Sitzordnung bei Tisch wiederfand. Selbst die Sitzmöbel haben eine hierarchische Bedeutung. Zum Beispiel am der Speise, die vor uns steht, vorlegen. Den Auftakt eines Tafelzeremoniells bildete ein akustisches Zeichen. Friedrich Karl von Moser beschreibt dies in seinem deutschen Buch.